Jo, 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 jo. Also, es gibt dieses eine TikTok. Was gerade irgendwie, das hat auf TikTok selber 30.000 Likes. Dann gibt es das auch noch als Instagram-Reel. Und das wird mir zugespammt, geschickt. Ich zeig's euch. Sekunde, ich muss es raussuchen. Und zwar ist es genau dieses hier. 200.000 Views, Junge. Ja. So, stopp. Ihr müsst euch vorstellen, ja, dieses TikTok vor 3 Tagen. Meine Cam ist drüber, man kann's. Ah! Junge, ich komme mit TikTok nicht klar. Ich hasse diese App. Ich hasse sie so sehr. Auf jeden Fall, dieses TikTok wurde vor 3 Tagen hochgeladen, hat 200.000 Views und ich werde zugespammt damit. Cisco ist auch ein Anfänger, macht super RP. Echt? Ey, Cisco, komm noch mal vorbei. Ah, Moment, scheiße. Stopp! Das ist copyrighted Musik. Oh, du Vollidiot. Oh, du Vollidiot. Du Vollidiot. Das kann ich gar nicht zeigen auf YouTube. Das ist copyrighted Musik. Oh. Auf jeden Fall ist in diesem TikTok sehr, sehr, sehr aggressiv quasi Werbung gemacht worden. Und da die sagen halt basically, komm auf BBRP. Du machst gutes RP. Komm zu uns. Zeig es uns. Dies, das, jenes. Also irgendwo will man halt Promo abgreifen. Auf eine andere Art. Ja, und ich guck einfach, ja. Also, ich bin ja jemand, der springt auf so Sachen. Wenn du solche Sachen tust, dann musst du sie gut machen und es muss sich irgendwie abheben und vorher nicht schon copy-pasted 100-mal passiert sein. Dann finde ich sowas geil. Das ist jetzt das allererste Mal passiert. Das finde ich geil. Da springe ich drauf ein. Wenn etwas außergewöhnlich ist und neu, dann liebe ich's. Egal was. So, BB RP. Ihr seht's nicht, aber 8 Spieler. Bro. 8 von 64 Spielern. Da stimmt irgendwas nicht. Ah, okay. Die sind nicht gelistet. Hä? F8 Connect. bb-rp.de. Warum sind die nicht gelistet? Haben die keine 5M-Lizenz? Die haben keine 5M-Lizenz. Oh nein, ich glaube, der Server ist tot. Oh nein, ich glaube, der Server ist sehr, sehr klein. Ah nee, die haben 100 Spieler online. Geil. Alles klar. Okay, bin dabei. Mal gucken, wie ich in der Einreise direkt begrüßt werde. Also ich bin wirklich gespannt, was die sich gedacht haben, was passiert, wenn ich auf den Server komme. Weil wenn die schon so hardcore Werbung dafür machen, dass ich da hingehen soll, dann... nein, Leertaste. So. Dann muss ja irgendetwas geplant worden sein, was die mit mir anstellen. Ja. Ich hoffe, es ist genug Content, um ein ganzes Video zu füllen. So, was passiert hier? So. Francisco Winkler. 19.03.99 171 groß. Ey, bei uns spielen zu können, musst du auf dem Discord vom BBRP sein. Oh Mann. Auch noch auf den Discord connecten. Können wir machen. Ist okay. Das kriege ich auch noch hin. Ah, bin drauf. Alles klar. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Das sieht ja schon mal echt sehr, sehr, sehr toll aus. Aber wir gehen da ganz unvoreingenommen rein, ja? Wir gucken einfach. Der Server wird in 5 Minuten neu gestartet. Na super. Ich muss mein T-Shirt finden. Junge. Ich nehme einfach das, ist mir jetzt sowas von egal. Hauptsache, ich komme rein. Scheint zu funktionieren. Oh nein, sag mir nicht, ich muss Fragebogen machen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin am Schweißen im Hintergrund. Ich habe auf E ein Emote gebindet. Okay, 4 Minuten Zeit, bevor der Server gerestartet wird. Ich schaff das. Cutter, schneid das alles raus. Scheiß auf die scheiß Fragebögen. Will keiner sehen. Braucht kein Mensch, ehrlich. Alles weg. Wir sind einfach gleich in der Stadt, hoffentlich. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Im BB-RP-Support. Hallo, ich habe gerade die Regeln leider verkackt und ich bräuchte ganz dringend eine Einreise. Das ist Cisco, die Stimme. Die Stimme, die erkenne ich doch. Das ist Cisco. Wir warten jetzt nochmal 2 Minuten und dann gehen wir nochmal da rein. Herzlich willkommen im BB-RP-Support. Mein Name ist Luca. Mit an meiner Seite sind Schatten und Moss. Wie können wir dir weiterhelfen? Ja, ich bräuchte tatsächlich dringend eine Einreise. Ich habe die Regeln leider verkackt und ich bin auch, um ehrlich zu sein, zu faul, um mir die durchzulesen. Ja, du kannst sie einfach nebenbei offen haben, weil wir können dich leider nicht manuell einreisen. Das geht nicht? Leider nicht. Könnt ihr mir die einfach vorsagen, die Antworten? Das musst du hier, das ist nicht mein Bier. Ich hoffe, du hast schon unser TikTok geliked. Ja, deswegen bin ich hier. Genau das. Achso, ja. Also, ja? Dürfen im RP Vergewaltigung oder Behinderung ausgespielt werden? Nö. Na, dann überleg doch mal. Ja, natürlich nicht. Das hört sich gut an. 2000 Jahre später. Ah, jetzt habe ich verstanden. Super, ich bin da. Okay. Sehr schön. Ja, dann gehe ich natürlich mal wieder ICA. Ja, wunderbar. Dann wünschen wir dir viel Spaß. Danke für den super Support, Jungs. Kein Problem. Danke, dass du der Aufforderung nachgekommen bist. Hat uns sehr gefreut. Ja, ich bin gespannt, weil einfach so fordert man ja jemanden nicht auf. Es muss ja irgendwas passieren, ne? Ihr habt ja bestimmt irgendwas, was ihr mir unbedingt zeigen wollt, oder? Ja, natürlich. Also unser Server ist natürlich wirklich ein sehr guter Anfänger-Server und weil wir ja wissen, du bist der größte RP-Anfänger und du machst das ja wirklich erst alles seit gestern. Alles klar. Gut, danke schön. Ich bin da mal wieder in der Stadt. Jo. Mensch, welch eine wundervolle Stadt, die ich zum ersten Mal in meinem Leben betrete. Weiß das schön hier.
Kann ich schon mal ein Emote machen, hä? Ah, doch. Aber ich muss das auf Laubgebläse binden. Warte mal, warte mal. Sehr schön, sehr schön. So muss das sein. Laubgebläse an der Hand. Es kann losgehen. Nach 20 Minuten Aufnahme. Junge, 20 Minuten Aufnahme für nichts und wieder nichts. Für mein Arschloch. Ah ja, der kommt bestimmt wegen mir. Hallo, 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 hallo. Ja, hallo, hören Sie mich? Ah, super, wunderbar. Perfekt. Soll ich Sie irgendwo hinbringen? Ich fahr, ja, ich fahr schon. Ja, alles gut. Ja. Oha. Kommen Sie rein, wie fahren Sie? Ja, nee, ich fahr lieber Fahrrad. Oh, alles klar. Okay, schönen Tag, genau. Ich hab so ein ganz mieses Gefühl, dass die mich gleich überfahren werden. Ey, aber ich glaube, die haben so ein Schlüsselsystem. Das ist ja ziemlich kacke, weil dann kann ich keine Autos mehr klauen. Dann kann ich von niemandem mehr die Autos klauen. Stopp, halten Sie bitte an. Ach, würden Sie mich bitte mitnehmen, ja? Stopp! Halten Sie an! Wie, ich kann ihn nicht runtertreten? Ich kann niemanden runtertreten. Was geht denn hier für ein Film? Also entweder liegt es daran, dass dieser Tritt nicht connected ist, obwohl das normalerweise geht. Guck mal, Auto und Helikopter fliegen zufälligerweise wieder zurück. Die sind genau hier, weil ich hier bin. Safe. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich werde die heute sehr, sehr oft sehen. Sehr, sehr, sehr oft. Naja. Aber das mit dem Autoklauen muss ich definitiv prüfen. Weil es kann sein, dass die ein Schlüsselsystem haben und ich keine Autos klauen kann. Das wäre ziemlich miese. Dann kann ich ja direkt wieder gehen. Da sind sie wieder. Guck sie dir an. Ich will den GTR haben. Ich will halt auch niemanden ansprechen irgendwie, weil die sind alle so in ihrem Film und dann versuche ich da ein Auto zu klauen. Dann klappt das nicht und dann sterbe ich einfach. Das wäre ja ziemlich kontraproduktiv. Oh, hallo. Junge Dame, hallo. Hallo. Ah, hallo. Hallöchen. Sie haben wirklich sehr schön, schönes Kleid an. Dankeschön. Das ist ziemlich dreckig. Hallo, man kann da unter den Rock gucken, ne? Ach, komm. Hey, nicht tragen. Fahr mit deinem BMX weiter. Fahr du doch weiter, hä? Dem komischen Twingo. Aha, wolltest mir eine Faust geben. Das war aus Versehen. Ja, 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 das war absolute Absicht. Ich schwöre auf alles, das war aus Versehen gewesen. Mhm. Ich bin der Faustkampfmeister. Passen Sie gut auf. Also, Sie sind wirklich sicher. Okay, sag, Zapp ist 3 runter, bei 1 geht's los. Ja, 3, 2, 1, go. Nein. Aua, ja. Alexander, du verlierst. Hallo, hallo. Stopp. Hey. Ich wollte nur gerade Bescheid sagen, der Herr, oh, der möchte mich unbedingt verprügeln. Ja, Entschuldigung. Jungs, Hier, wer ist jetzt? Hey! Mach dir weiter, muss ich euch helfen. Wer ist jetzt? Er hat angefangen. Oh! Hallo, hören Sie auf, mich zu tragen. Ich habe doch vorhin schon gesagt, ich möchte das nicht. Wir wollen hier keine Gewalt am MD sehen, damit das klar ist, ja? Ja, Entschuldigung, Herr Wachmeister. Ja, lief wohl nicht so gut für deinen Freund, ne? Ich wollte mich hier bewerben. Den würde ich nicht einstellen. Der ist Gewalt, der ist gewaltbereit. Den würde ich nicht einstellen. Hallo. Hey. Ich glaube, der will mich jetzt schlagen. Nein, hören Sie auf. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Warum denn? Wir sollen stehen bleiben jetzt. Der, was schlagen Sie mich auf? Was ist denn falsch mit Ihnen? Haben sie Lack gesoffen oder was? Ja, du dumme Sau, hör auf, ist da nicht. Ich schwör bei Gott, ich bin so eine blöde Sau. Ich weiß genau, wer du bist, du Arschloch. Er hat angefangen. Oh, der liegt ja wirklich tot. Ist ja wirklich tot. Oh nein. Nein. Ich könnte doch nicht einfach den Mediziner umbringen. Bro. Das war ich doch gar nicht. Scheiße, sperr mein Auto ab. Wieso rennen wir dem eigentlich hinterher? Weil das Cisco ist. Was? Wer? Cisco. Ja, guck. Wie kann der das? Helfen Sie mir schnell! Ich werde ausgeraubt! Bitte nehmen Sie mich mit! Oh, ich sitze aber ganz schön tief hier, ne? Ja, es ist ein bisschen buggy. Ah, es ist ein bisschen buggy, okay. Ja, es ist ein schönes Gefährt auf jeden Fall. Dankeschön. Wie viel haben Sie dafür bezahlt? Habe ich geschenkt bekommen. Ah, okay, das ist gut. Das ist immer schön. Ich erkenne Ihre Stimme. Sind Sie das kann nicht sein. Na, ich bin noch gerade erst eingereist. Woher wollen Sie mich denn kennen? So, ja. Also, man hat Sie in der. In dem Fernseher gesehen, dass Sie eingereist sind. In welchem Fernseher? Berühmt. Ja, ich habe heute die Nachrichten gelesen. Sie haben die Nachrichten im Fernseher gelesen? Teletext. Ja, so ein berühmter ist eingereist. Ja. Darf ich fahren? Entschuldigung, Unfall. Ja, ich möchte teilnehmen. Interviewen Sie mich. Na los. Sind Sie etwa neu in dem Stadt? Wollen wir uns vielleicht auf die Parkbank setzen hier? Was soll das? Bitte, der Herr. Nehmen Sie auch mit. Oh, geil, in den Arsch. Der Herr, bitte lassen Sie mich schon. Jetzt hauen Sie ab. Hören Sie auf, nach einem Interview zu fragen. Also, ich bin jetzt schon gottlos, der Herr. Hallo? Lebt der noch? Ja, der schläft, der ist eingeschlafen. Ey, darf ich fahren? Ja. Irgendwie? Da bin ich sehr empfindlich, wenn jemand anders mein Auto fährt, aber wenn Sie mal probieren wollen. Ich bin Profifahrer. Vertrauen Sie mir? Ja, ich vertraue Ihnen. Ich fühle mich halt nicht wohl in den anderen Sitzen, die sind so tief. Da sitzen Sie, glaube ich, auch so. Ah, nee, da sitzen Sie gut. Ist es der im Auto? Ist der im Auto? Was ist denn das, hä? Medic. Hat der Medic gerade mit einem Toten geredet?
Hallo. Medic oder Polizei? Ah, super! Medic, super Medic. Oh Gott. Guck, was du gemacht hast. Die Medics, die sind so behindert, die Medics. Mr. Medic, schauen Sie, was Sie getan haben. Schauen Sie sich das an. Steigen Sie mal aus, der. Wieso soll ich aussteigen? Weil Sie mich totgeschlagen haben, Sie dumme Sau. Das kann gar nicht sein. Oh doch, das kann sehr hohl sein. Hauen Sie ab, hauen Sie ab, hauen Sie ab. Der Wagen ist schneller. Das stimmt nicht, der ist schneller, hä? Obwohl? Die Medics, die haben aber auch übertriebene Fahrzeuge, ganz ehrlich. Ja, das merke ich gerade auch. Die Polizei übrigens auch. Ja, ja, die haben gerade neue Fahrzeuge bekommen, aber alle Importwagen sind so übertrieben. Oh, sorry, der hat die Abkürzung in die Baustelle genommen. Ach du Scheiße. Wissen Sie, ich bin sehr gut, mit sehr vielen Fraktionen gut und wenn die meinen Wagen erkennen, dann ist es nicht so gut. Hören Sie auf. Ja, ja, knall mal. Gerade habe ich ein bisschen Angst. Oh, Scheiße. Alles gut. Naja. Erfolgreich. Ist ja ein Offroad-Wagen. Das ist in der Tat ein X5 Offroad-Geländefahrzeug, ja. Geländefahrzeuge Empower. Können sowas. Empower, richtig. Ja, ja, das kann er auch. Die können das, das ist normal. Die können das. Ja, ja. Das ist das M-Paket, das ist so ab Werk. Ja, erzähl mir mal was, du scheinst ja öfter hier zu sein. Was gibt's denn hier Besonderes? Ja, eigentlich nicht. Also, das ist eigentlich nur Fraktionsstart. Also, hier ist eigentlich super Fraktion, aber für uns ist es nicht so gut, weil wir werden jeden Tag wahrscheinlich ausgeraubt. Im Wert von 100.000, also nicht so spaßig. Ja, aber generell, wo kriegst du deine Kohle her? Was macht ihr für Routen? Gibt es illegale Routen, die ich mal sehen ja, könnte? Ja, ja, oder? Waffenrouten, aber so. Die kenne ich nicht. Mhm. Wie machst du dein Geld? Wegen meinem Chef, also ich verkaufe Eisen. Ich bin Eisenfarmer. Eisenfarmer. Ja, ich habe 600.000 auf dem Konto. Okay. Wollen Sie ein bisschen? Weiß ich nicht. Also wie schaut das mit Waffen aus hier? Waffen, ja, müssen Sie Fraktionen fragen oder Sie kaufen sich eine Pistole für 20.000. Tötet denn ein Kopfschuss? Nee, es ist kein One-Shot. Okay. Nee, dann will ich auch keine Waffe. Okay. Wer ist da denn? Ist das hier Mafia? Ne, keine Ahnung. Warte, jemand funktioniert. Was ist? Auf die Fresse willst. Nee, passt schon. Ja, fahr weiter. Oh, Scheiße. Der macht das ja sogar, ich hab ein bisschen Angst, weil das ist von einer Frack. Ich dachte, der diskutiert jetzt. Der fährt ja sogar einfach weiter. Ja, ja. Ich muss kurz zu meinem Kollegen funken, weil der hat gerade ein bisschen Angst, aber alles gut. Wo ist der denn? Ja, sollen wir helfen? Gut. Wo seid ihr denn, fragt Francisco. Wo seid ihr hier? Hey, hey, Moment mal. Hey. Sowas, das gehört noch nicht in deinen Mund, junger Mann. Keine weiteren Beleidigungen hier. Ja, weil die sind ein bisschen taub, da muss man ein bisschen lauter reden. Ja, lauter, aber doch nicht, ja, okay, egal, komm. Kann der Kollege auch reden? Ach, du heilige Mama Mia. Ich möchte nicht mehr. Ich will das nicht. Ich muss die loswerden. Moment. Ey, yo, meinst du, ich kann dein Auto mal Test fahren? Ja, komm. Easy. Mach dich mal Blaukopf. Scheiß auf meinen Wagen. Kann ich hier tanken direkt? Ja, du musst alles verkaufen. Ah. Ja, weil anders kannst du nicht tanken, sonst musst du ja selber tanken. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einfach gegen die Tankstelle fahre? Dann explodiert. Alles klatschen. Oh. Die sind smart. Die brauchst steigen. Du eine Waffe? Nicht aus. Ja, easy. Na, okay, ich steig aus. Ja, dann war das wohl doch einfacher, als ich dachte. Die haben es mir einfach vorgelegt, hä? Hä, die haben mir es einfach vorgegeben. Nun denn. Oh, was geht denn da? Oha. Hab gesagt, bleib stehen, was knallt. Der, weiß der, dass das ein NPC-Busfahrer ist? Weiß der, dass das ein NPC-Busfahrer ist? Ich glaube, der weiß das nicht. Bleib stehen, was knallt. Entschuldigung, die Herrschaften in dem, hallo? In dem BMW? Ja. Sie wissen aber schon, dass das kein echter Mensch ist in diesem Bus? Doch. Das ist ein Roboter. Bist du jetzt sicher? Ja, nee, eigentlich nicht. Probieren Sie es weiter. Ja, okay, danke. Junge, das ist kein echter Mensch. Ist der blöd? Hier fahren so viele Busse rum. Du kannst mir nicht erzählen, dass das alles... Schönen guten Tag. Ich habe die eben schießen gesehen, wollte ich nur anmerken, ja. Die haben Waffen dabei. Die haben den Busfahrer bedrängt, ne? Der ist nicht mal echt. Der ist ein NPC. Oder sowas dann. Was ist denn ein NPC? Oh mein Gott. Das verstehe ich jetzt auch. Oh. Officer, würden Sie sich vielleicht kurz umdrehen? Umdrehen? Ja, einmal in die Richtung gucken, so dahin. Ja. Okay. Was ist denn da? Siehst du? Ah, da oben. Egal, hör doch auf. Da siehst du den? Der fließt nach rechts. Den krieg ich. Bleib stehen, du hast Kneif. Digga, hör doch auf, du dumme Gut, ich würde sagen, wir
Hallo, hör auf, den Herrn zu schlagen. Bitte aufhören zu schlagen. Aufhören zu schlagen. Okay, 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 okay. Ich wollte ihm nur eine... Ich wollte ihm nur eine Lektion erteilen zu diesem komischen Deutsch. Ich weiß nicht, was er da gesprochen hat, aber das war jetzt eine verbotene Sprache, finde ich. Ich hätte gern einmal ihren Ausweis gesehen. Ja, natürlich. Ich habe noch nie was von einem NPC gehört, wollte ich nur sagen. Ich tatsächlich auch noch nicht. Also, das ist mir ein Rätsel. Ja. Der gehört in den Knast, der junge Mann. Was denn vorne? Wegen was? Dass sie gerade Leute mit einer Waffe Perfekt. Aber wenn er mich schlägt, dann darf ich die Waffe dann, als Verteidigung dann würde nehmen. Ich sie, als Beschuldigten vorladen. Also könntest du den Herrn einmal Ich darf die Waffe zur Selbstverteidigung bei mir führen. Tschüss, viel Spaß im Knast, bye bye. Digga, du dumme F***. Ja, ich würde dich dann in Zukunft ja, ihr könnt mich auch bitten, sowas, ihr braucht mich jetzt nicht fett. Ja, na, oh, wir sollten dringend, das kommt auch definitiv nicht noch einmal vor. Ich drücke jetzt mal Auge zu, da sie ja wirklich emotional reagiert haben. Also ich habe gesehen, wie er den Busfahrer angeschossen hat und dann wollte er sogar noch mich umschießen. Der Busfahrer, ja. Ja, das haben wir auch beobachten können. Der wollte mich ausrauben, weil ich gerade etwas mehr Bargeld als normal dabei habe. Haben Sie irgendwelche Fragen? Nö, das wär's tatsächlich, ich würde dann weiterfahren. Nein, der Busfahrer, der war weggefahren. Tschüss, Officer, tschüss. Ja, schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss, Versager, schönen Tag noch. Auch so. Ich habe Versager gesagt, hä? Der Typ ist echt vom anderen Stern. Ich werde ihn sowas von kaputt kloppen. Ich werde jetzt einfach nur darauf achten, wo er hinfährt und dann verfolge ich ihn. Gucken, wo er hingeht. Die lassen den fahren. Der geht nicht in den Knast, die lassen den fahren. Guck mal, die lassen den. Warte, Polizei ist weg. Die chillen auf dem Parkplatz. Der fährt wieder zum Busfahrer. Junge, was ist eigentlich mit dem los, hä? Verfolg ihn jetzt einfach nur, bis er ausrastet und aussteigt. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo er stirbt. Ich glaube, der ist schneller als ich. Oh no, oh no. Der ist schneller. Fuck. Das ist bad. Blauen Karre, Digga. Fahr mal rechts ran, Digga. Fahr mal rechts ran, du Spann. Och nee. Oha. Schalt mal aus. So was kannst du doch nicht tun. Officer, Hilfe. Officer, helfen Sie mir. Verkehrsvandalismus. Die haben gesagt, aussteigen oder es knallt. Ja, genau. Da würde ich mich auch verziehen. Junge, die kriegen den doch nicht, hä? Was geht auf diesem Server ab? Gibt's hier auch normale Menschen? Der ist AFK. Ey, bist du sicher keine Waffe? Ja, nee. Boah, ne, der Blaue. Was ist mit dir, Versager? Was mit dir? Rufst du deine Freunde oder was? Bleib doch mal stehen, was soll das? Der hat halt for real seine Freunde gerufen. Ich fass es nicht. Drei Autos. Ah ja. Alles klar, das hier gibt eine Dream-Escape-Szene. Mhm. Einfach ausgetrickst, den Guten. Ach, der Arme. Tja, dann war es das wohl mit der krassen Verfolgungsjagd, hä? Lol, aber es ist echt nur einer mitgekommen. Da habe ich mit mehr gerechnet. Mensch, 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 Jungs. Aber ich muss schon ehrlich gestehen, bis auf diese paar Leute, die hier ihr Unwesen treiben, ist der Server, weiß ich nicht. Also, der wirkt halt relativ leer auf mich. Oh, wow, was ist das denn für ein Drache? Oha, heftig, heftig. Da ist er, Adrian, hier ist er. Wer? Na, tu, du Arschloch, schau mal aus. Oha, hey. Hey, was soll das? Das ist Adrian, das ist er, in dem Wald. Wir haben mir einfach einen Platten geschossen. Hey, was soll das? Was soll das? Hören Sie auf! Hallo! Hören Sie auf! Lassen Sie mich! Bitte! Hören Sie auf! So, Herr Francisco, bleiben Sie mal stehen, du hast knallt. Was soll denn das? Ich habe nichts getan. Lassen Sie mal die Hände hoch. Nö. Doch. Nö. Ey, komm, wir lassen ihn in Ruhe. Tschüss. Komm, wir boxen uns. Faustkampf, steig aus. Komm, steig aus. Ey. Ey, Luis, hallo. Jetzt überfahren ihn nicht. Luis, dann mal auf, lass ihn jetzt. Boxkampf, hallo. Faustkampf. Das geht hier nicht. Boxkampf. Man bekommt hier nicht so viel Schaden. Komm her, doch, das geht. Pass auf. Nein, ich will nicht gegen den. Nein. Ich will nicht gegen den. Ich weiß, ich bin schon tot. Stopp. Du hast angefangen. Jetzt wird sich geboxt. Nee, hallo, wir prügeln uns jetzt. Bitte lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe, bitte. Du wolltest dich doch prügeln, junger Mann. Nein, wollte ich nicht. Da hat eine Waffe. Oha. Jawohl. Herr Winkler, mach es. Zieh. Du bist es. Wie kann man so schnell schlagen? Das kann ich dir nachher erklären. Nein. Oh, ich bin ganz aggressiv und wild. Hallo, ich bin wild. Lassen Sie mich doch einfach. Packen Sie die Waffe weg.
Waffen weg. Waffen weg. Waffen runter. Waffen runter. Wie er sich einfach wie Cisco anzieht. So, der Herr, was ist denn hier vorgefallen? Dieser Herr hat mich mit einer Schusswaffe bedroht und angeschossen. Sehen Sie das? Schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich die Waffe an. Genau dort. Ja, der wird festgenommen. Auf die Polizei ist echt Verlass. Also wirklich. PD auf die 1. PD auf die 1. Ja, schleppen Sie denn weg, den Kriminellen. Wo ist denn der Rest der, der Bürger hier? Von Dirk, fahr mal jetzt weg hier. Fahr mal jetzt von dieser weg Stadt? Hier, Dirk. Dirk, stopp. Dirk. Hallo, Dirk. Das heißt nicht Dirk, das heißt Dirk. Dirk. Naja, gut. Dann werde ich dieses Fahrzeug jetzt einfach hier stehen lassen, ja? Und dann gehe ich jetzt einfach. Ich kann aber erst gehen, wenn ich noch einmal meine Kung-Fu-Künste bewiesen habe. Und wie geht's Ihnen heute so, Herr Winkler? Ist Digga, so ein... Digga, was ist denn mit dir? Ah! Oh! Digga, du bist so ein Schwann. Hallo? Digga, was soll ich denn? Ich bin fast tot, hallo, der Herr. Ist er tot? Nein, der lebt noch. Irgendwie tut mir Testo gerade leid. Ja, okay, ich wollte es nur noch einmal austesten. Ich hab's wirklich... Wieso lebt er noch? Was? Hör auf! Ich frag mich, wieso sie die ganze Zeit wieder aufsteht. Was ist das, ey? Wir hören jetzt einfach auf. Oh! Selbst Waffen sind zwecklos. Ich glaube, ich vertraue. Alter, harte Shit, Mann. Waffen sind zwecklos! Sie können mir nichts antun! Aua, nein! Sie können mich nicht umtasern! Es ist physikalisch unmöglich! Nein, ich kann mich nicht bewegen! Verpiss dich, Cisco! Hinterher, jetzt fahren Sie doch mal. Ich hab gerade dein scheiß Video geguckt! Verpiss dich! Ist das Weiterspiel? Nein! Jetzt wurde ich gebannt, scheiße! Aber er hat's lang durchgehen lassen, holy shit! Ich wollte eigentlich gerade eben schon vom Server gehen, dann dachte ich mir, ja, Moment! Ich muss das noch einmal testen. Diese Schlagtechnik ist ja von einer anderen Welt! Holy shit, das war ja heftig! Gibt's eigentlich chinesische Server? Oh, shit. Ich nehme einfach an, das funktioniert über einen IC-Voice-Chat. Ich probier's. So. Here we go again. So, wie geht denn das? Ah, hier. Francisco Winkler. Größe. Und hier ist das Geburts... Ach, scheiße, Mann. Seit wann kann man in der Zukunft geboren sein? Hä, was stimmt mit denen nicht? Hä? Was geht denn hier ab? Ich verstehe nichts von chinesischen Kalendern, aber das ist echt weird. Ja, so, komm, egal, scheiß drauf. Go, Mann, go. Da wären wir. Genau. China number one, China number one. Oh, scheiße. Meine erste chinesische Seele, die ich treffe, werde ich zu meinem Freund machen. Zu meinem ausländischen Freund. Ja, schön Auto. Hi, Moped. Hello, stop. Ist das ein NPC? Hallo, stop. Junge, wie fährt die? Ist das ein NPC? Junge, was zur Hölle ist das? Da fehlt ein ganzes Haus. Hä? Ihr Motorrad ist einfach weg? Was ist das für eine komische Uhr? Digga, was? Ni hao, ni hao. Tony Ma. 抓了，这逼啊，开挂，这逼啊挂，这逼啊挂。F6，F6，直接给他铐上。啊啊啊！Sorry，sorry，sorry。哦， da ist ein Admin. Einfach World of Warcraft Charakter. Junge, was? Das ist ja schlimmer als auf deutschen. Jalla, tonta. Das ist ja schlimmer als auf deutschen 5M-Servern. E zum Respawn. Geil. Schon wieder nackte Frauen. Ein fucking Flammenwerfer. Hä? Was ist das für ein Server, Junge? Hello, my friend. Hello. Hey. Oh, der will sich boxen, ne? Ich glaube, den muss ich erstmal außer Gefecht setzen. Den müssen wir erstmal ganz dringend trainieren. Tja, selber schuld. Ah, punch me, yes? Ling, yes. Kann ich dem sein Moped klauen? Oder ist das ein Atem, der Band nicht weg? Oh! So eine Scheiße! Was ein Müll! Junge, woher soll ich wissen, dass wenn ich die Hupe benutze, einen Flammenwerfer aus meinem Arschloch puste und gegen die Wand platsche? Ich glaube aber, Chinesen, die kennen sowas wie RP-Server nicht. Das ist kein RP. Das ist einfach nur GTA Online mit Mods. So wirkt das auf mich. Einfach nur GTA Online mit ganz vielen Mods. So, ich spawn genau hier. Das heißt, ich drehe den jetzt nochmal runter, klau ihm das Ding und fahr weg. Was? Help.
Junge, der hat einfach ein Messer, ey. Junge, Chinesen sind einfach... Entschuldigung, Entschuldigung, ist 928 mal. Chinesen sind einfach anders. Ich spawn im Knast? Hey, hallo. Hä, warum werde ich immer wieder in den Knast gepackt? My friend, hallo. Junge, ich flute hier einfach alles, mir egal. Ah, ich glaube, man kann hier nicht... Hä? Ich glaube, das war's mit China-Servern. Ja, weird, ey, keine Ahnung. Das nee. Da bleibe ich lieber auf den deutschen RP-Servern. Die Insel Beta. Aha, aha, aha. Was zur Hölle ist das? Das sieht aus wie eine Bann-Anzeige, aber es ist keine Bann-Anzeige. Muss ich mich whitelisten lassen? Ja. Ja, dann wohl nicht die Insel. Ich habe sogar schon einen Charakter. Ich hab sogar Charakter in der Stadt. Sogar in der Ich habe einen Mercedes und... Ja, sehr schön. Nope. Verdammt nochmal. Bro. 112 Spieler, by the way. 112. Stopp, 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 stopp. Ah, stopp, 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 stopp. Nehmen Sie mich bitte mit. Hallo? Hä? Ich glaube, ich habe die falsche Salty Chat Version. Sowas ist natürlich ärgerlich. 3.0000, okay, gut. Hä, aber dann hatte ich sogar die richtige Version installiert und der Kerl hat einfach nur nicht geredet. Bitte lass das Auto noch da stehen. Bitte, 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 bitte. Ich spawn schon wieder im PD? Hä? Eieieiei, was hast du denn für Sachen an? Weiß ich, Gürtel, ich weiß es nicht. An. Keine was Ahnung. Ist das für ein Shirt? Keine Ahnung. Was sind deine alten Sachen? Keine Ahnung. Haare sind. Okay. Gib mir ein Auto und ich bin ziemlich zufrieden dann. Oh, einmal bitte rechts ranfahren, der Herr. Der Fahrer war aussteigen auf die Beifahrerposition treten. Also normalerweise sind Verfolgungsjagden halt geil, ne? Aber ich glaube nicht, dass die hier mithalten werden. Niemals. Alles klar, okay. Jetzt geht der Spaß los. Das kann doch nicht wahr sein. Warte, ich mach meinen Trick. Geheimer Geheimtrick. Trick 17. Nein! Trick 17 ist fehlgeschlagen. Nö, war ziemlich erfolgreich sogar. Warte, warte, ich komme doch safe auf die Brücke da oben, oder? Yes! Nein, 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 nein! Oh, oh. Ah, doch! Ah, nee! Oha, Junge, der schießt sogar auf mich. Hallo, Jungs, das kann's doch wohl wirklich nicht sein. Also echt jetzt. GTA RP. Und ich war so kurz davor, wieder schlagen zu können. Ihr macht euren Job echt super. Lol. Ja, so muss das, ne? Feuer mit Feuer. Genau, genau. Ja, bevor ihr den Admin ruft, gehe ich dann. Bye-bye. Nein. Wobei ich ausprobieren könnte, ob man automatisch revived wird, wenn man stirbt. Das könnte noch sein. Wäre natürlich geil, wenn das funktioniert. Ah, wobei, ich kann nicht mehr schlagen. Imagine, ich spawn wieder im PD. Ich fasse es nicht. Hä? Hilfe! Schnell, bitte! Hallo! Hallo. Okay, ich geb's auf.